Fuck. Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es dann auch um die CSGO Service Metal 2018. Und jetzt habe ich es dann auch endlich mal geschafft, dass ich Level 40 werde. Weil geplant hatte ich es ja, dass ich es am 1.1. schaffe, also bis zum 1.1. und dann da dann das Video schon bringe. Aber jetzt bin ich knapp 2 Wochen später, habe ich es dann endlich mal geschafft. Und ich will in dem Video nicht nur generell um die 2018er Medaille ansprechen, sondern generell alle Medaillen und vielleicht ein paar Kleinigkeiten noch dazu sagen. Weil ich werde zwar jetzt nicht oft gefragt, aber doch das eine oder andere Mal bin ich schon gefragt worden, wie bekommt man überhaupt diese Medaillen oder was muss man dafür machen. Und ich meine, das ist eigentlich so mega einfach oder, also nicht einfach, man muss schon was dafür machen, aber es ist jetzt nichts Schweres. Im Prinzip, jeder von euch kennt ja schon das Ranking-System, das wurde ja damals 2015 eingeführt, so Ende Sommer, Anfang Herbst, und damit kamen auch die ersten Medaillen. Also die kommen wir aber später, aber bei dem Level-System, das geht dann bis maximal Level 40, und wenn ihr dann zum Beispiel Level 40, also Rang 40 erreicht habt, taucht hier dann ein Button auf. In dem Button steht Verdienstmedaille erhalten. Was wird da wohl passieren, wenn man dann da draufklickt? Und zwar werde ich jetzt zum Beispiel die Service Battle 2018 bekommen, weil da ist ja jedes Jahr eine neue Medaille. Die von heuer sieht so aus. Dies ist die Medaille für 2018. Glückwunsch, Sie erhalten eine neue Verdienstmedaille. Und hier gibt es ja, sagen wir, ich sage mal, davon gibt es ja verschiedene. Da gibt es ja immer mit die, eine andere Farbe, beziehungsweise der Stern hat ja immer eine andere Farbe. Und das Ganze kann man ja vergleichen, finde ich, wie mit dem Prestige-System von CSGO. Zum Beispiel jetzt bin ich wieder Rang 1, bin zurückgestuft, habe aber dafür die Verdienstmedaille 2018 erhalten. Und da gibt es ja, so, warte mal, wie machen wir das anders? Verdienst. No. So, das wären jetzt mal alle 4 von Anfang bis der aktuellen, weil 2015 wurde das Ganze ja gepatcht, also wurde das Ganze sozusagen gestartet, das ist mit dem Rangsystem und mit den Verdienstmedaillen. Und 2015 gab es ja damals nur 2 verschiedene Medaillen. Das waren im Prinzip, warte mal, wo habe ich denn hier das Bild? Hier. Das waren die 2 von 2015. Dadurch, dass die ja das erst, also Ende Sommer, Anfang Herbst herum, glaube ich, war das September, Oktober herum, wurde das damals eingeführt und da gab es ja nur 2 Medaillen, weil in die 4-5 Monaten, was da noch über waren, haben die halt, ja, also für Medaille braucht man circa, sage ich, 3 Monate habe ich jetzt gebraucht, um wieder Rang 40 zu kommen, und das ist ja halt doch eine Menge Arbeit, also das ist nicht so easy. Und dann 2016 bei der nächsten Medaille, das wäre dann diese hier, sind ja dann mehrere Farben gekommen, weil da hatte man ja dann das ganze Jahr über Zeit, und da gab es dann zum Beispiel 7 Level sozusagen. Da gibt es ja dann von weiß ist das erste, dann hellblau zweite, blau dritte und immer so weiter, und schwarz ist ja dann die letzte. Aber soweit ich weiß, hat noch nie jemand die schwarze erreicht. Also jetzt im Jahr 2016 hat die schwarze noch nie jemand erreicht. Ich habe mal gehört, dass einer die rote hatte, bin mir das aber auch nicht so sicher. Ich meine, ich weiß es nicht, vielleicht hatte mal jemand die schwarze, aber ich habe bis jetzt doch nichts davon gehört. Und 2017 war ja dann dasselbe, da waren ja dann das hier die Verdienstmedaillen. Da hatte, glaube ich, soweit ich weiß, auch noch nie jemand die schwarze erreicht. Gesehen hätte ich auch noch, beziehungsweise gesehen habe ich, glaube ich, noch nie jemand mit einer violetten, also maximal bis dunkelblau. Aber es gibt ja den einen oder anderen Psycho da auf dieser Welt, der suchte das sein Leben lang, 24/7, und der hat nun mal die rote geschafft. Aber das war's dann auch schon. Und dieses Jahr gibt es dann zum Beispiel auch wieder mehrere, aber nur 6 Stück davon, weil eben die schwarze unmöglich zu erreichen war. Und mehr, also weiter bis als rot ist man nicht gekommen. Und was heuer halt auch nice ist, finde ich, bei den Medaillen zum Beispiel, voriges Jahr, du hattest ja weiß, dann hellblau, dann dunkelblau, das sieht sich eigentlich ziemlich ähnlich und hat, das, der ist kein Kontrast. Du jetzt Level 1 bist,
oder Level 2, man merkt da jetzt nicht viel Unterschied oder sieht eigentlich fast gleich aus. Von Level 2 auf Level 3 auch und dann hast du noch Blau-Violett und dann noch Violett. Und Rosa, das ist schon krass, das was sieht man ja dann die Farbe. Aber das ist kein, da ist einfach kein Kontrast unter den Medaillen selber, finde ich. Und heute zum Beispiel hast du Weiß, dann als nächstes kommt dann schon die Grüne und dann merkt man wirklich einen Kontrast, wenn du dann mit in einem Spiel bist und du siehst, okay, sofort Grüne, das ist Level 2 und dann kommt jetzt die Blaue. Da gibt es zum Beispiel die Hellblaue ist weg und das ist jetzt die Rot, die beste, also die das Maximalste, was man dann erreichen kann. Was mich halt stört, ist, dass zum Beispiel das Violett und das Rose jetzt, wenn ich, das sieht fast aus wie eine Farbe oder nur ich sehe das so. Also man merkt schon, das eine ist Violett, das andere ist eher mehr Rosa. Aber wenn du dann mal da im Game bist und die Medaille dann da auf, weiß nicht, so ganz klein siehst, weil die irgendwer irgendwo drinnen hat, dann kann man dann halt nicht gleich erkennen, okay, ist das jetzt zum Beispiel Rang 4 oder Rang 5 von den Verdienstmedaillen. Aber ja, so weit werde ich zum Beispiel eh nicht kommen, beziehungsweise vorher habe ich es nicht. Maximal bis zur Blauen, sage ich mal, aber mehr ist dann schon recht psychopathisch. Der Grund, also ich war jetzt eigentlich am überlegen, ob ich das Video jetzt bringen soll, weil ich mir dachte, ja, viele von euch, beziehungsweise generell, für dieses Video kann man es schon seit knapp 2 Wochen erreichen. Der eine oder andere hat sie vielleicht schon von euch. Und es ist jetzt, ja, man weiß schon, wie sie aussieht. Das war, letztes Jahr war ich ja einer der ersten, was sie bekommen hat. Ich habe sie das Video ja gleich am 1.1. auch rausgebracht und da war das relativ... kam einfach relativ gut an. Also das war das drittbeste Video, was ich von den Klicks her, was ich bis jetzt abgeloadet habe oder generell gemacht habe. Und dann müsste man zum Beispiel jetzt dann Rang 40 wieder voll machen, dann hat man hier wieder das Symbol stehen, Verdienstmedaille erhalten. Wenn man da dann wieder draufklickt, dann bekommt ihr nicht die Verdienstmedaille 2018 dann noch ein zweites Mal, sondern ihr bekommt dann die Upgrade. Zum Beispiel die nächste Stufe wäre dann das mit dem grünen Stern in der Mitte. Wenn ihr das dann nochmal erreicht, dann habt ihr zum Beispiel den mit dem grünen Stern. Spielt ihr wieder hoch auf Level 40, dann könnt ihr wieder Verdienstmedaille erhalten und dann bekommt ihr den Upgrade und die Verdienstmedaille dann mit dem blauen Stern. Die Verdienstmedaillen, die sind eigentlich nur zum Anschauen, beziehungsweise man kann sie halt als Abzeichen ausstellen. Dann hat man sie halt dann hier oben stehen, sieht man sie. Und ja, mir auch nicht, sie haben keinen Wert, man kann sie nicht traden, nicht verkaufen oder handeln. Die sind fixe Items in eurem Inventar und sind eigentlich nur rein zum Anschauen. Das ist wie ein Prestige. Einfach eine Art, ein Emblem, ein Symbol zum zeigen, ja, guck mal, was ich erreicht habe. Mehr ist es dann auch nicht. Und weil ich auch gefragt wurde mal, ob man zum Beispiel noch eine Chance hat, die alten Medaillen zu bekommen. Nein, hat man nicht, weil man zum Beispiel die 15er, Medaille zu bekommen, muss man ja 2015 das gespielt haben. Da kommen ja, wie gesagt, jedes Jahr dann neue Medaillen. Ich weiß nicht, wie lange die das halt vorhaben zu bringen, aber um zum Beispiel die von 2015 zu haben, muss man, sage ich mal, seit 2015, seitdem das dazu gepatcht worden ist, dabei sein bei CSGO und seitdem muss man das CSGO halt mal spielen. Und ja, mehr gibt es dann eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Es ist im Prinzip eigentlich sau simpel, das System dahinter. Es ist zwar nicht so einfach, jetzt Level 40 zu werden, weil da spielt man schon ein paar Monate. Kommt halt auch immer darauf an, wie viel man das jetzt wirklich sucht. Aber ich habe es, sage ich mal, geschafft, in 3 Monaten Rang 40 zu werden. Und ja, dann war es dann auch wieder mit dem Video. Ich freue mich, beziehungsweise ich hoffe, ich konnte jemandem weiterhelfen, weil für das mache ich ja das Video, weil ich da einfach schon mal gefragt worden wurde und das eine oder andere Mal, und das ist für mich einfach was ich nicht verstehe, weil das ja eh so ein einfaches Prinzip ist, also wie man das, ich dachte mir immer, das ist eh jedem klar, aber egal. Aber ich würde mich trotzdem einen Daumen nach oben freuen, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr zum Beispiel schon die 2018er Medaille habt oder seit wann ihr schon dabei seid und oder ob ihr schon auch zum Beispiel wie ich jetzt die 15er, 16er, 17er, 18er sozusagen jetzt jede Medaille hat. Was mich auch interessieren würde, ist, was wäre das höchste, beziehungsweise das meiste, was ihr mal bekommen habt? Seid ihr zum Beispiel, was ich damit meine ist, wer von euch ist zum Beispiel schon bis hellblau oder mal bis zur Violetten gekommen oder 2000, also ein Jahr davor bei 2016? Generell, was war das weiteste, was ihr mal geschafft habt? Würde mich interessieren. Bei mir war das 2016 Stufe 2.
Und mal gucken, wie weit ich heuer komme, aber wahrscheinlich auch nicht viel weiter als Stufe 3. Also es ist wirklich... Aber alles andere darüber ist dann schon krank, finde ich. Und ja, und dann über einen Abonnent, beziehungsweise über ein Abo von euch würde ich mich dann auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und für die, was das Glöckchen noch nicht aktiviert haben, würde ich mich auch freuen, wenn dann werdet ihr mir benachrichtigt, wenn ich ein neues Video raushaue. Und dann werde ich noch ein anderes Video ankündigen, und zwar habe ich noch vor, weil das finde ich jetzt, ist jetzt nicht so das Thema, beziehungsweise die meisten von euch wird das vielleicht nicht so interessieren jetzt, weil das ja, wie gesagt, jetzt eine einfache Sache ist, meiner Meinung nach, werde ich dann im Laufe des Wochenendes dann noch eine Folge vom Road to Glove Unboxing bringen. Die werde ich jetzt dann im Anschluss noch aufnehmen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die dann am Samstag raushauen werde oder am Sonntag. Ist je nachdem, wann ich halt Zeit finde, das zu bearbeiten. Dann sage ich dann auch schon ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.